Ja, Leute, ich schaue mir ja ungern Rap-Videos an, weil die einfach ja mehr oder weniger alle gesperrt werden, beziehungsweise Musikvideos. Ich hoffe, der hat kein Netzwerk oder so. Boah, ich weiß nicht eigentlich. Copyright-mäßig. Ja, ich hoffe, der Bruder sperrt mir das auf jeden Fall nicht, die Reaction. Wie gesagt, hinter blauen Augen. Und ich habe das Lied ja schon gehört, natürlich. Und ich habe mir gedacht, Alter, wir schauen uns das zusammen an. Es war Trends auf 2 gewesen. Und ich muss sagen, das Lied ist geil. Und eine Sache muss ich echt sagen, warum ist da noch keiner früher drauf gekommen? Wo ich das Lied gehört habe, ist mir direkt das Lied eingefallen. Ich denke so, Alter, es ist einfach noch keiner vor ihm auf die Idee gekommen. Aber geben wir uns das Video. Moi ist auch am Start. Ich glaube, Mazda ist auch im Musikvideo. Zu viel Zeit ist vergangen in meinem Leben. Gefrorene Seele hinter meinen blauen Augen. Zwischen Gitterstäben und Leid ging ich die Wege. Ein Blick durch den Nebel hinter meinen blauen Augen. Klar, das englische Video könnt ihr euch anschauen, für die, die es nicht kennen, aber das kennt jeder, Digga. Behind Blue Eyes, gebt ihr einfach ein und dann kommt es auch schon. Das Ding ist, auf Deutsch ist es ein bisschen schwierig, vor allem wenn du das Wort für Wort übernimmst, weißt du, ich meine, hinter blauen Augen, das ist so eine, als wäre es eine Silbe zu viel, wisst ihr, was ich meine? Ja, aber hat er trotzdem auf jeden Fall gut gelöst, schon geil, kann man sich echt gut geben. Sag mir, siehst du diese Narben auf der Haut? Mein Herz wurde zu Eis, sie haben es jahrelang missbraucht. Vermisst die Heimat, denn das Meer spiegelte meinen Augen blau. Brachte bunte Scheine heim, doch Mamas Haare wurden grau. Mama, Dad, Daran, bitte weine nicht, vertrau. Eines Tages kommt ein Haus, 3 Kinder und eine Frau. Doch bis dahin bin ich traurig. Inshallah. Jage Glück, was du verdienst. Keine Mios und Brillanten, nur dein Lächeln war mein Ziel. All die Nächte ohne Schlaf, weil sie die Wohnung stürmten. Brachte Leid an den Ort, wo ich mich geborgen fühlte. Ich kann die Sorgen spüren, nachts hält mich der Schmerz wach. Musikvideo geht auf jeden Fall klar. Also, ich finde es geil gemacht. Ist jetzt nicht so ein überkrasses Musikvideo, aber ich finde es geil. Ich höre Blaulicht-Sirenen und mein Herz rast. Zu viel Zeit ist vergangen in meinem Leben. Ah, es geht, es geht. Es geht schon. Also hinter meinen blauen Augen. Ja. Boah, ich weiß nicht. Also manchmal hört sich das so an, als ob es ja eine Silbe zu viel wäre. Wisst ihr, was ich meine? Aber es geht schon. Der hat schon gut gelöst. Ja, es geht schon. Kein Batman, aber Baba war mein Superheld. Ich hab gebetet in der Zelle, ich fand zu mir selbst. Ich finde diese Part, so wie der anfängt, es hört sich eins zu eins wie Fahrt an. Ich weiß nicht, für diejenigen, die Fahrt feiern, ich finde, das hört sich schon wie Fahrt an. Hört mal rein nochmal. Kein Batman, aber Baba war mein Superheld. Ich hab gebetet in der Digga. Zelle, ich fand zu mir selbst. Wenn sie wüssten, wie sehr mein Bruder mir fehlt, ich wollte Brot nach Hause bringen, Babas Fußstapfen treten. Stiche an den Körper, als ich im Rollstuhl saß. Doch eine Verrechte kam zu mir, gab die letzte Chance. Baba blute für die Zeit, kam auf die schiefe Bahn. Ich musste alleine zu einem Mann werden, bis du wieder kamst. Ja, Digga, Lied ist geil, Musikvideo ist geil. Ganz ehrlich, gönnt dem jungen Hack. Streamt das Ganze auf Spotify, packt es in eure Playlist, Digga. Und ja, er hat's verdient. Aber schon krass, dass da noch keiner davor auf die Idee gekommen ist, Digga, das Ganze zu samplen. Okay. Ich weiß nicht, gerade gehen die meisten ja so auf Samples ab, so aus den 90ern und so. Meine Meinung, wenn ihr mich ehrlich fragt, die sollten ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob es da mal Probleme geben kann, Digga, wenn die Amis irgendwann die Schnauze voll davon haben. Die sagen sich, hey, jetzt reicht's und jetzt ficken wir alle. Ich weiß nicht, ob man dafür Rechte braucht oder so, oder ob ein Sample, wenn das ja minimal abgeändert ist, als neues Kunstwerk gilt. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber. Und dass die meisten die Rechte haben, glaube ich auch nicht. Deswegen, ich weiß nicht. Entweder aufpassen oder wenn es legal ist, dann kann man es ja bringen. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen abändern und wenn es dann als neuer Beat, als neue Melodie so gilt. Ja, okay. Aber scheiß drauf. Nie die 1 oder den goldenen Award. Ich wollte nur, dass du stolz
nicht, dass du für immer glücklich wirst. Zu viel Zeit ist vergangen in meinem Leben. Gefrorene Seele hinter meinem blauen Augen. Geht schon, ja, okay, geht schon. Bruder, stabiles Musikvideo, stabiles Lied. Gönnt dem Jungen einfach Hack, also der hat es auf jeden Fall verdient und hoffentlich wird das Video nicht gesperrt, Digga.